1977 war das ein Wow! Und viele haben gesagt, was soll das denn? Das ist doch Spielkram. Ne? Das ist doch Spielkram. Was haben wir denn damit? Ne? Dann wurden ja obendrein auch noch Lose verkauft von der Firma Kenner. Nachher kamen Plastikbeutel und Pappe drumherum. Dann kam die Frau Hasbro. Ne? Ja, nein, die Firma Hasbro. Ja, die Firma Hasbro hat das dann von Kenner und so weiter. Das war 1977. Und dann auf einmal, 1999, kam wieder so ein Wow und dann, was ist das denn? Jar Jar Binks zum Beispiel. Jar Jar Binks! Okay, mittlerweile hat er sich ja, ne, aber gegen Yoda kommt ja keiner an. Ne? Yoda. Ich liebe Yoda. Nein, doch, ich muss immer aufpassen mit dem Licht. Weil er spricht, er bewegt sich. Also ich gebe ihm. Yeah! Und er spricht sogar! Ja, herrlich! Ja, ist sogar, ja wirklich. Wenn man da hinten einen Stecker zieht, ist vorne so ein Sensor. Und wenn man mit ihm spricht, spricht er zurück. Ich finde den stark. Wo gibt's den? Natürlich bei Disney. Tja, jetzt haben wir nämlich das Jahr 2015. Und es gibt leider kein Yoda mehr. Kein Yoda, kein Darth Vader. Nö, die gibt's alle nicht mehr. Ja, also das Böse sieht anders aus. Ah, oh, lasst euch überraschen. Worauf will ich hinaus? Kurz und bündig. Ihr seid beim Sammelfiguren-TV, Web-TV, Shop-Kanal. Ja, wir zeigen Figuren gerade frisch auf dem Markt, erklären diese und sagen, ob sie nun fähig sind, im Regal zu stehen. Für einen wahren, echten Fan ist das egal, er stellt sich alles dahin. Ich rede also von denjenigen, die also ein gewisses Alter haben. Und die damals 1977 dabei waren. Ja, ich rufe alle auf, die 1977 dabei waren, die im Kino gesessen oder selber Promotion gemacht haben und das große Vergnügen hatten. Alle Studenten von damals rufe ich jetzt auf, die ersten Kostüme tragen durften. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Und ich rufe alle auf, die 1999 mit dabei waren bei der großen Gala-Vorstellung hier in Iserlohn, Dortmund, im CineStar. Hurra! 1999, 1977 und das jetzt im Jahre 2015. Melden könnt ihr euch bis zum 18.12., wo alles so langsam startet, denn der Dezember 2015 wird heiß. Die Macht erwacht. Ja, also wie gesagt, das ist hier kein Spielzimmer, das ist hier auch kein Spielhaus, auch keine Spielbude. Wir verkaufen nichts. Ab 3, auch die liebe Yoda hier, die ist über 3. Man sollte also über 3 Jahre alt sein, um mit Yoda zu kommunizieren, zu spielen. Und ich sag ja, der Kopf bewegt sich, die Augen gehen auf, der Mund geht auf. Also, ich versuche nochmal etwas näher ranzukommen. Ja? Also Yoda ist von der Qualität her, ist auch sehr schwer, von der Qualität her. Also er spricht, er macht ihm Augen auf, er bewegt seinen Kopf. 25. Ne? Also die Figur werden wir euch dann vorstellen. Haben wir ja jetzt schon. Oh, die stellen wir euch dann richtig vor. Ja, alle Figuren. Wie gesagt, der Yoda überlebt leider hier nicht so oft. Wir haben ihn so weg. Wir haben ihn so. Also wie gesagt, wir haben den Yoda in jeglicher Form, von der Maske bis zum Anziehen, bis Großfigur, also Originalgröße, knapp einen Meter. Ja, sind alle wieder weg. Wir hoffen, dass wir sie bis zum 18.12. alle wieder auf irgendeine Art bekommen, weil es ist Dezember 2015. Dezember 2015, da ist auch wieder Weihnachten, da ist auch wieder Geschenkezeit. 2015 bis 2019, ja, leben wir wieder mit Star Wars. Aber man sieht ja, wir haben unser Alter, wir sind halt im Herzen noch Kind. Mag ja sein. Aber wenn man sich das so anschaut hier, die Figuren für alle, die sammeln und sich das in die Vitrine oder neben den Fernseher oder überhaupt eine sogenannte Erinnerung sich bewahren wollen aus dem Jahre 77, 99, sind die Figuren natürlich genau richtig. Die stehen natürlich jetzt hier vor. Wie gesagt, der AT-AT, richtig schön groß. Und ich freue mich schon drauf. Die Arbeiten sind kräftig, also wirklich, hier ist richtig was los, 24 Stunden sind wir ja am Werkeln, dass wir wirklich am 18.12. fertig sind
um die Figuren ins Leben zu rufen. Tja, so richtig große Sachen brauchen wir gar nicht machen, weil heute ja jeder verwöhnt ist. 1977 war es wunderschön, dabei zu sein, das herzustellen. Die Leuchten, auch Kinderaugen, ja. Die leuchtenden Augen, wie die Leute sich das, die wussten ja alle gar nicht. Wirklich, das war ja ein Wahnsinn. Ne? 1999 war das Kino zwar auch voll, wir haben eine Special-Sache gemacht, wir haben für Karstadt alles gemacht, auch wer sich noch daran erinnern kann, in Dortmund im Kino. Also es war ja eine super tolle Sache. Was jetzt ist, müssen wir natürlich erstmal höflich fragen, Walt Disney. Weil Walt Disney kann es besser. Walt Disney ist der Meister. Walt Disney ist halt derjenige, welche, der das macht. Also wir freuen uns wirklich. Wir als Filmemacher, ja, Ultra HD Web TV, wir als Filmemacher, Schauspieler, Regie und so weiter, wenn wir das sehen, diese Herstellung, also wir sind ja die Typen, die das herstellen, in Szene setzen, um euch zu erfreuen, um den Zuschauer zu erfreuen. Und wenn er dann so ein kleines Echo gibt, super, die Schmierfinke, naja, umso mehr Kritik, umso besser waren wir. So ungefähr sehen wir das. Also wie gesagt, wir als Filmemacher sind jetzt kräftig dabei, Special Effects zu machen und die dann auch zu zeigen für Fans. Also wir machen jetzt Filme für Fans und Filme von Fans. Das heißt also, wer wirklich Schauspielern kann, wer die Kluft hat, etc. pp., kann sich bei uns melden und dann drehen wir erstklassige Sequenz, woraus Werbung, woraus, aber wie gesagt, von Fans für Fans, ja, jetzt nicht für Commercial. Commercial macht Madame Tussaud, ganz neu, Star Wars Ecke, Wahnsinn, könnt ihr wunderbare Selfies machen, die Wachsfiguren warten auf euch, die sehen wirklich echt aus, ja, wirklich, wie die Schauspieler halt in ihrem Kostüm, genial, auch Darth Vader, diese große Gestalt, ja, von fast 2 Meter, die Stormtroopers und die Kulisse schon alleine bei Madame Tussaud. Ja, wir, wie gesagt, sind eine sogenannte Fanbase. Fun heißt Freude haben, Fan sein, Lust haben, selber was zu kreieren, selber Dioramen zu bauen, zu diskutieren, herzustellen, zu machen, zu tun, zu verkaufen, zu kaufen. Also eine Kommunikationsbase, das heißt also Hand in Hand, Auge in Auge und nicht hier über diese neuartigen Plattformen. Wir wollen euch auch nicht unterhalten, wir wollen kein Blödsinn machen, auf Deutsch gesagt. Ja, wir wollen wirklich, kommt rein durch die Tür von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, jeden Samstag, den ersten und den letzten, könnt ihr sogar in die Studios gehen, wo ihr euch dann, ja, darstellen könnt, ja, wo ihr euch unterhalten könnt, also eine richtig erstklassige Fanbase. Und für jeden, wirklich für jeden Fan, der wirklich Fan ist und wirklich Lust und Laune hat und der genau weiß, was ich jetzt hier gemeint habe mit 1977 und 1999. Ich rede von den ganzen Produzenten, von den ganzen Herstellern. Ich rede von den ganzen, die dafür die Garantieleistung tragen, dass ein Zuschauer sich niedersetzt und sich beschallen lassen und sich bespaßen lassen kann in erstklassiger Qualität. Die sind angesprochen. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Kindergärten oder Spaßeinheiten oder Blödelkandidat, wir haben mal Lust, wir holen jetzt mal eine Kamera raus. Nee. Wir sind ernster. Okay, wir produzieren ernsthaft. Das ist eine ernsthafte Familiengeschichte hier, eine ernsthafte Firma. Ernst, ja, aber nicht zu ernst. Na, also nicht Bruder, also wir sagen lieber Ich Glotz TV, ne, wie Nina Hagen, Wohlbehagen, auch diese Figur ist hier. Ja, also wir sprechen alle Künstler an, die also Interesse haben, in Rollen zu schlüpfen und solche Kluften zu tragen. Ja, um Zuschauern, Gästen und Kunden zu amüsieren, dass sie mal eintauchen können, zweimal in einem Samstag. Es ist noch viel, viel mehr da. Ja, viel, viel mehr da. Weil Walt Disney ist nicht mal eben um die Ecke. Ne? Walt Disney ist nicht mal eben um die Ecke, aber wir bestimmt. Wir sind an der A40 Richtung Dortmund, Richtung Venlo. Was heißt das? Einmal abbiegen, schon hat man zweimal im Monat Spaß, Live, Präsentation, Kino,
Man kann sogar was mitnehmen, man kann sogar seine Idee hier, ja, für viele mal. Ich brauche für Weihnachten, möchte ich meine Frau, mein Kind überraschen oder so. Hm? Alles machbar. Also wir produzieren, wir haben die Kulisse. In der Kulisse kann man dann Jedi sein. Warts ab. Die neuen Figuren. Die neuen kommen, die ganz neuen. Wir haben die Rebels, auf Rebels haben wir verzichtet. Ne? Wir haben hier keinen Rebell, weil kaum einer hat Rebell gesehen. Kaum einer weiß, was ein Rebell ist. Ja? Weil Walt Disney, DX, wer sieht, hat kaum einer. Also wir haben nachgefragt, die Kunden haben uns gesagt, wissen wir nicht. Also, ne? Verabschieden wir uns einfach mal von den alten Figuren und halten Yoda und Darth Vader in herzlicher Hand.